herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Next Car Game. Ja, wir sind wieder hier und heute werde ich eine weitere Challenge angehen. Und zwar, ich habe von Flashcar wieder mal eine Einsendung bekommen und zwar gleich wie schon in der vorherigen Folge. Und zwar werde ich heute versuchen, drei Runden unbeschadet zu überstehen. Und ich glaube, das lässt sich am besten auf dieser Strecke bewerkstelligen. Deshalb, aber ich muss noch mal was ändern hier. Ich habe nämlich das Suspension of Rally, muss ich dann noch umstellen. Und zwar auf der Strecke Gravel. Drei Runden, unbeschadet zu überstehen. Also ich würde sagen, so kleine Schaden können passieren, aber ich würde sagen, alles weiß unten. Also schauen wir mal. Hoffen wir mal, dass wir möglichst weit hinten starten. Denn sonst könnte es ein Problem werden. So. Dann schauen wir mal ins Spiel selbst rein. Und dann hoffen wir mal, dass wir drei Runden überstehen können. Denn, naja, die Challenge gebe ich mir wieder 5 Versuche. Maximal. Bis ich es geschafft habe. Aber ich werde trotzdem mindestens 15 Minuten fahren. So, ich muss jetzt hier schauen, dass hier nichts passiert beim Start. Dass mich keiner rammt. Einfach ein Rennen unbeschadet zu überstehen. Es steht keine Position da, einfach unbeschadet überstehen. Könnte langweilig sein, aber ich versuche unbeschadet durchzukommen. Ich bin im Moment letzter. Insofern mich keiner rammt. Wow, das war jetzt ganz knapp. Sofern mich keiner rammt, müsste ich es eigentlich schaffen. Und zwar 3 Runden. Das macht Gott sei Dank keinen Schaden. Die ganzen hier, solange unten alles weiß bleibt, ist alles gut. Und die Challenge ist noch intakt. Also ich habe die Strecke jetzt ausgewählt, weil das die kürzeste ist, da die meisten Chancen habe, die zu schaffen. Wenn ich es jetzt auf Anhieb schaffe, dann versuche ich es mal auf einer anderen Strecke. Aber mal gucken, ich darf jetzt nicht zu viel riskieren. Es ist einer hinter mir, beziehungsweise 2 schon ausgeschieden wahrscheinlich. Und ja, ich hoffe, mich rammt es nichts von hinten bald mal. Das wäre nämlich nicht so cool, finde ich. Und weil die KI ja sehr aggressiv ist, mal schauen. Aber ich schaue, dass ich hier alles gut machen kann. Weil es eigentlich die Strecke perfekt für das Auto. Oh. Oh. Ist das gelb? Ich weiß nicht, ist das gelb? Ich sehe das jetzt gerade nicht ganz. Also ich würde das noch zählen lassen. Noch zählen lassen. Mal schauen. Das war nur ein kleiner Toucher. Unbeschadet. Komm schon. Und die Runde 3. Salat. Ich werde nach dem Rennen mal schauen, ob es wirklich nicht ein bisschen dunkler ist als weiß. Oh, da haben wir Schaden bekommen. Von hinten. Damit ist der erste Versuch mal vorüber, denn das ist klar und deutlich für mich gelb jetzt. Ja, egal, ich fahre schon noch mal ins Ziel, das ist eh egal. Jetzt kann ich denen auch noch mal eine mitgeben. So. Und ab ins Ziel. Dann beginnen wir mal Versuch 2. Das war doch gar nicht mal schon so schlecht für den ersten Versuch. 2 Versuche, 3 Versuche haben wir noch. 4-5 Versuche, also 4 Versuche schaue ich mal, dass ich es schaffe. Aber ich sollte am Start eher vom Gas gehen. Sollte mal. Oh, da haben wir schon direkt Schaden bekommen. So, dann bleiben wir bei 5 Versuchen. Dann haben wir noch 3 offen jetzt. Ich würde mal sagen, ich lasse die mal vorbei. Oh, da ist schon einer angekommen bei mir, aber ich habe keine Farbe bekommen. Das ist schon mal gut. Denn die Anfangsphase zu überstehen ist mal die schwierigste. So. Der erste Versuch war ganz gut, der zweite war leider sehr, sehr kurz gerade, wie man. Oh. Wow, das war glücklich wieder. Ich bin noch nicht beschädigt. Aber wie die vor mir fahren, gefällt mir gerade gar nicht. Drei Runden unbeschädigt zu fahren, das ist immer so eine Sache bei dem Spiel. Aber keine Ahnung, es musste wieder ein Update gegeben haben, denn das Auto lässt sich wieder super fahren. Weil vielleicht habe ich es jetzt einfach raus, wie ich mit dem Auto gut fahre, mit dem zweiten Muscle Car hier.
Ich habe keine Ahnung. Ich muss schauen, dass ich unbeschadet. Ich bleib innen. Dass die einen außen überholen können. Die hinter mir sind, aber ich weiß nicht, wie viel hinter mir sind. Ich bin jetzt in Runde 2, ich bin noch immer unbeschadet und ich hoffe, das schneidet mich jetzt nicht ab. Oh, da kommen wieder welche von oben. Ist danach immer so gefährlich. Deswegen gehe ich lieber vom Gas runter und schaue ich mal, dass ich es holla die Waldfee schaffe. Okay. Eineinhalb Runden noch. Die Hälfte ist mal überstanden. Solange ich hier keinen Blödsinn selber gerade baue, sollte eigentlich alles gut gehen hier. So. Bin ich gut rausgekommen, aber ich darf nicht zu gut fahren, denn sonst kann passieren, dass ich in einem Crash ende. So. Runde 2 von 3 auch abgeschlossen. Das heißt, ich weiß nicht, ob jemand hinter mir ist, aber es hört sich fast so an. Deswegen fahre ich etwas vorsichtiger. Und ich muss aber, bleibe ich auch dran im Vordermann, besser gesagt, denn dann kann der andere nicht zu sehr aufholen. Hoffentlich natürlich, man weiß es nie. Denn, naja, ich habe irgendwie Angst, von hinten abgeschossen zu werden. So, bevor mich jetzt wieder die Konzentration nachlässt, erstmal abbremsen hier. Oh, da ist einer draußen. Das könnte übel werden. Aber der hat, habe ich kein Problem mit. Und wenn ich jetzt nichts mehr falsch mache, ist die Challenge geschafft. Jawohl. Jawohl, die Challenge ist geschafft. Und jetzt versuche ich nochmal, einfach, dass die Folge noch ein bisschen länger wird. Nicht, dass sie jetzt schon 5-6 Minuten lang ist. Einfach, huch, da gibt es sogar, oh, Quit Replay. Ja, möchte ich. Und ich möchte einen Restart machen natürlich. Und jetzt versuche ich, so gut wie möglich zu fahren hier, weil das Auto eigentlich perfekt geeignet ist für diese Strecke. Mal schauen, ob ich aufs Treppchen komme. Ja, und zwar in der ersten Kurve bin ich schon ganz gut dabei. Ich bin Fünfter, jetzt bin ich Zweiter. Und der verfährt sich, das finde ich gut. Oh, komme ich zu weit raus. Baum und Baum. Verdammt. Ich versuche natürlich jetzt auch, und ja, ich versuche einfach auch gleich Erster zu werden. Ich gebe mir 5 Versuche. Also das heißt 5 Rennen auch. Die Challenge kommt von mir selber. Die wollte ich einfach mir selber mal auftragen. Das ist unser erster Versuch noch. 5 habe ich. Ich glaube, auf dieser Strecke ist es möglich mit dem Auto. Und ja, schauen wir mal, was noch passieren kann. Ich glaube, schauen, wie weit ich nach vorne noch komme. Wow, da bin ich drauf gelandet auf den Typen. Und durch die Verkleidung hier. Wow, Wahnsinn. Das hat mir gar nicht so viel gekostet. Da bin ich ziemlich gut eigentlich raus. Und überschlagen. Verdammt. Ich glaube, jetzt wird es nichts mehr mit einem Sieg. Aber ich schaue mal, dass ich noch so weit wie möglich vorkomme. Ein bisschen einfahren die Runde noch. Weil vorher musste ich ja vorsichtig bis zum geht nicht mehr fahren. Okay. Die ultimative Challenge wäre natürlich, wenn ich mal später gewinnen und rennen, ohne Schaden zu nehmen. Das ist nicht möglich. Zumindest ist es nicht, wenn ich ganz hinten starte. Dann müsste ich schon in der ersten Startreihe stehen oder zumindest in der zweiten. Dann würde ich sagen, ja, vielleicht. Aber es sind immer welche da, die dich dann einfach von hinten abschießen. Und das geht. Die ersten paar Kurven sind dann immer am wichtigsten. Und ja, immer wieder diese Kurve und jetzt gebe ich es komplett auf. Gut, Versuch 2. Von Position 20 oder so irgendwas in der Richtung. Versuche ich den Angriff zu nehmen. Hier in das Rennen 13 natürlich beim Ziellinien überqueren. So, erstmal hier vorbei wollte ich schon sagen, aber das wird so auch nichts. Ich muss schauen, dass ich irgendwie weiter rauskomme. Aber jetzt ist noch nichts verloren. So, jetzt ist noch nichts verloren, solange die mich jetzt nicht zu weit rausdrängen hier. Ah, der drückt mich schon wieder ewig weit raus. Und hier die ganze Zerstörung, die vorne anfängt. Ist auch wieder super. Aber hier komme ich gut durch auch, muss ich sagen. Ich kann ein paar Positionen gerade gut machen. Auwe, auwe, oh, 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 oh. Okay, komm schon, das wird jetzt schon wieder schwieriger. Ich bin jetzt schon wieder 19, ich habe noch nicht wirklich viel gut gemacht. Und die da vorne fahren dann eben weg. Die anderen halten mich aber gut auf hier. So, Gott sei Dank habe ich das schnellste Auto in diesem Feld, denn ich habe es komplett aufgepimpt und dann bin ich dadurch natürlich immer der Schnellste und der ist schon ganz schön am Arsch, würde ich sagen.
Diese Kurve mag mich nicht. Diese Kurve mag mich einfach nicht. Ich bin 12. Naja, das wird nicht, wieder nichts mit dem Sieg. Ich muss schauen, dass ich in der ersten Kurve schon so weit wie möglich rankomme in den ersten. Aber vielleicht geht sich ja noch ein Top 5 Platz aus. Vielleicht Top 10, glaube ich. Ja, Top 10 bin ich schon. Also vielleicht noch ein Top 5 Platz, aber ich weiß nicht, ob ich noch auf dieses Podest kommen kann. Hier bin ich wieder über den Dreck gefahren, da hätte ich auch wieder viel aufholen können. Aber habe ich im Endeffekt gerade nicht. Wow, was bin ich denn hier gelandet? Und ich bin mal so fair und sage, das war es auch für Versuch 3. Gut, dann schauen wir mal zur nächsten Runde. Versuch 4. Versuchen wir es einfach mal. Okay. Und einfach mal hier durch wieder. Diesmal war das fast angenehm, fast super. Aber oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich steck fest. Das ist natürlich blöd gelaufen. Ah, ich riskiere da zu viel bei den Kurven. Da muss ich weiter raus. Ich darf nicht so eng anfahren. Das ist einfach, ich möchte zu viel Autos auf einmal überholen. So kommt es mir vor. Und das ist dann halt mein Problem dann teilweise. Okay. Aber ich bin auf Rang 10 noch, trotz des Patzers, dem massiven Patzers in der ersten Runde. Und ich sehe noch alle Autos vor mir. Das heißt, ich könnte, wenn ich jede Kurve super fahre, noch mich gut vorschlängeln. Und die Kurven sind hier das Wichtigste, obwohl ich in der Gerade auch massig auffahren kann. Aber da bin ich ein bisschen weit rausgekommen, das gebe ich offen und ehrlich zu. Aber ich habe jetzt nicht so viel verloren dadurch. Ich muss an denen wieder vorbeikommen, an dem Weißen und an dem Blauen und dem Gelben, dass ich den Anschluss nach ganz vorne nicht verliere. So. Okay. Ah, und da kommen sie schon wieder, ja. Da kommen die schon wieder. Wow. Wow. Das war ein eleganter Drift, würde ich mal sagen. Okay, auf zwei Reifen. So, der drängt mich natürlich nach außen. Da mein Auto jetzt auch schon wieder ein bisschen mitgenommen ist, gehen die Kurven jetzt auch nicht mehr so leicht. Und ich werde wahrscheinlich nicht weiter nach vorne mehr kommen. Weil der Motor ist schon gelb. Da habe ich nicht mehr die volle Leistung dadurch. Aber mal schauen, wie weit es mich noch nach vorne verschlagen kann. Und diese Kurve nämlich schon wieder zu eng. Und gleich war das auch mit Versuch 4. Wie es aussieht. Jo, das war's dann mit Versuch 4. Und auf jeden Fall. Ja, das war's jetzt definitiv mit Versuch 4. Gut. Dann hauen wir nächste Runde raus. Die letzte Runde, vielleicht schaffe ich es, vielleicht schaffe ich es nicht. Ich bin schon zwar öfters mal Erster geworden, aber nicht innerhalb von 5 Versuchen. Deswegen möchte ich einfach mal schauen, dass es hier... Ja, das schaut gut aus, die erste Kurve. Wahnsinn. Aber der Erste, der kommt mir da ein bisschen zu weit weg schon. Ich hoffe, der macht jetzt noch einen Fehler hier vorne. Aber ich bin schon mal zumindest Dritter. Eventuell gleich Zweiter. Oh Gott. Da habe ich mich noch halbwegs gerettet. Meine Güte. Der Erste zieht schon davon wieder. Das finde ich nicht gut. Die anderen wollen auch nicht von meinem... wollen auch nicht verschwinden aus meinem Rückspiegel hier. Wahnsinn. Und komme ich da noch durch? Jawohl. Okay, dann kann ich wieder ein bisschen auf den Roten aufholen da vorne. Okay, da habe ich nicht gebremst. Die erste Kurve muss gebremst werden, sehe ich schon. Und jetzt werde ich wieder überholt. Ja, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Aber ich komme auch nicht an den roten Rand gerade da vorne. What the fuck? War das denn gerade? Das war's wohl. Das war's wohl mit dem 5. und letzten Versuch, denn auf den ersten komme ich da nicht mehr ran. An den ersten komme ich davon nicht mehr ran. Und das war's dann offiziell. Naja. 2:1 von den Challenges her. Wie auch immer. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und bis dahin. Spielt schon brav weiter.